Bei den Arbeiten an der U1-Verlängerung vom Reumannplatz nach Oberla beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Zwischen Alaudergasse und Reumannplatz werden zwei Tunnelröhren gegraben, in denen später die Züge unterwegs sein werden. In der künftigen Station Alaudergasse ist der Tunnel heute symbolisch angestochen worden. Und aus Tunnelbautradition ist dabei auch eine Statue der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, am Portal aufgestellt worden. Die Arbeiter sind im Schichtbetrieb im Einsatz und Wien-Heute-Reporter Norbert Fierler hat die Bergleute unter der Erde begleitet. Zwei Bergleute auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. 60 Meter reicht die erste von zwei Tunnelröhren von der Station Alaudergasse Richtung Lahrberg. Ganz vorne sind Spezialmaschinen im Einsatz. Rohre werden in den Berg getrieben, darunter wird das Material abgetragen. Gearbeitet wird im Schichtbetrieb rund um die Uhr. 4 Meter pro Tag kommen die Bergleute voran. Für mich ist das jeder Tunnel eine neue Herausforderung und es gibt nichts Schöneres. Also wenn du einmal drin bist, im Tunnel, bist du immer drinnen. Das hat einen Reiz. Gell? Das kann man mit Geld eigentlich gar nicht ersetzen, das Ganze. Eine Tunnelröhre hat 6 Meter Durchmesser. Zwei Röhren werden gegraben. Der Bau ist verglichen mit anderen Wiener U-Bahn-Abschnitten für die Techniker relativ einfach. Das lässt sich ganz gut öffnen, das Material, zum Glück. Und was noch gut ist, dass wir kein Wasser haben, weil wenn noch Wasser dabei wäre, wäre es für uns wesentlich schwieriger zum Vortreiben. Das Material, das aus dem Tunnel gegraben wird, wird über die künftige Station Alaudergasse an die Oberfläche gebracht. Nach der Station Alaudergasse taucht später auch die U1 an die Oberfläche. Die Station selbst liegt direkt unter der Straßenoberfläche. Am Beginn praktisch des Tunnels, dort ist natürlich, oder in dieser Phase ist der Lärm am meisten spürbar, weil da werden die Bohrpfähle abgeschrammt und das ist natürlich sehr laut. Aber das ist eine Beeinträchtigung von einer Zeit, in einer Zeitspanne von circa einer Woche. Und dann geht man eigentlich in den Erdbereich schon hinein. Und dann wird es eigentlich, desto weiter man hineinkommt, desto leiser wird es. Der Tunnel verläuft hier fast waagrecht in den Berg hinein. 350 Meter von dieser Stelle entfernt liegt der Tunnel schon 30 Meter unter dem Lahrberg. Insgesamt 1,8 Kilometer lang ist die unterirdische Strecke zwischen Alaudergasse und Reumannplatz. Und eröffnet werden soll die U1-Verlängerung vom Reumannplatz nach Oberla dann im Jahr 2017.